Ich zeige euch unsere Hochzeitsdeko, also bleibt auf jeden Fall dran. Nicht mehr lange bis zu unserer Hochzeit und alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, kommen auch heute straight zu meiner Schwiegermama, wo sie verwahrt werden für den großen Tag. Und nachdem ich sie dann nicht mehr zu Hause habe, muss ich sie euch jetzt zeigen. Ich habe mich mit partydreams.at zusammengetan und wirklich ganz, ganz, ganz tolle Deko in dieser riesigen Box, die ich euch auf jeden Fall gerne zeigen möchte. Und ich dachte, wir backen das mal gemeinsam aus. Und nach der Hochzeit, die ja jetzt schon vorbei ist, wenn ihr das Video seht, kann ich euch auch noch ein paar so Inspirationsbilder oder halt wie das dann ausgesehen hat, ein paar Eindrücke einblenden. Ich hoffe, ihr freut euch. Was ich auch von partydreams.at habe, sind diese schönen Seifenblasen und die habe ich ein bisschen gepimpt mit so einem Anhänger. Dazu gibt es aber ein separates Video, das ich euch auch nochmal verlinke, aber nur, dass ihr wisst, weil ganz, ganz viele gefragt haben, wo die her sind, gibt es auch bei partydreams.at. Ich stelle euch mal so hin, weil einfach die Sachen so nett verpackt sind. Und wir haben auch Hintergrundbeschallung. Ich habe es natürlich schon aufgerissen, deshalb nicht mehr originalgetreu, aber immerhin. Es wurde nämlich alles so in einzelnen Kategorien verpackt, damit sich wirklich jeder zurechtfindet. Hier eben Konfetti und Seifenblasen, wobei ich die Seifenblasen ja schon rausgetan habe. Wir haben uns dafür entschieden, am Tisch nur mehr eine Streudeko zu verwenden, weil einfach dort, wo wir essen, schon schön eingedeckt wird und dann brauchten wir nur mehr eine Streudeko. Deshalb diese schönen Konfetti in Weiß, Aprikose und Pink und dann auch noch diese wundervollen Mr. and Mrs. Konfetti. Ich verlinke euch den Onlineshop natürlich nochmal in der Infobox. Und ich finde, das passt halt super gut. Einfach so rosa, aber dann doch so ein bisschen Vintage mit Holz. Ja, finde ich voll hübsch. Also haben wir hier einige Konfetti und dieses Mr. and Mrs. Einfach zum Einstreuen auf den Tisch. Und ich kann euch ja jetzt schon zeigen, wie das dann im Endeffekt ausgesehen hat. Mehr Deko machen wir am Tisch auch gar nicht, weil das sowieso schön eingedeckt wird. Und das wenig Sinn machen würde, da jetzt noch großartig zu dekorieren. Aber ihr werdet dann eh sehen, wie es aussieht. Dann habe ich hier Ballongewichte für Heliumballons, weil wir auch mit Ballons arbeiten wollen. Ich hoffe ja wirklich, dass das alles so klappt und ihr jetzt schon seht, wie grandios die ganze Deko aufgebaut ausgesehen hat. Ja, ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt, ob das dann alles so klappt, wie ich das möchte. Ich hoffe doch sehr. Hier haben wir nämlich auch mal Ballons, Girlande für Fotografin und Quasten. Wir wollen nämlich mit diesen Ballons auch Fotos machen und da ja, hatten die Mädels von partydreams die Idee, dass man die auch mit so Quasten nochmal verschönert. Also so mit so Tassel-Girlanden. Und dementsprechend ist das jetzt quasi das Fotozubehör. So sehen die Ballongewichte aus. Und dann eben auch für die Fotos ein Just Married Banner. Finde ich auch voll schön. Und wieder mit diesem Holz passend. Quasi das alles so ein schönes Gesamtbild ergibt. Und das werde ich dann mal ausprobieren und auch eben mit der Fotografin, wie wir das am besten machen. Fotografieren wird meine talentierte Freundin, die verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Dann haben wir hier Quastengirlanden für, das ist nämlich so ein Balkongeländer, wo wir die aufhängen können. Und auch eben in Weiß und in Rosa, damit wir ein bisschen durchmischen können. Und die müssen wir jetzt vorab nochmal zusammenbasteln. Hinter dem Brautpaar ist so eine Wand, die eben, also die wollen wir quasi dekorieren, dass die halt einfach schön ist. Weil ich denke, die Location, wir heiraten am See, bei der Location,
Die ist einfach so atemberaubend, dass man da wenig mit Deko machen muss und soll, finde ich. Deshalb einfach nur hinterm Brautpaar eine schöne Wand. Und da gab es ganz, ganz tolle Sachen bei Party Dreams. Auch nochmal diese Just Married Holzgirlande. Und hinter diese Girlande, jetzt kommt's, kommen nämlich so wundervolle Blumenvorhänge. Wenn ich sie richtig halte, sehen sie noch schöner aus. Also so weiße Blumenvorhänge, ich denke, das kann ich auch später super als Video-Hintergrund verwenden. Sieht wundervoll aus. Mama! Davon haben wir zwei Stück. Und dann war die Idee, vor den Blumenvorhängen, damit man noch ein bisschen dieses Rosa reinbekommt, so Herzgirlanden eben aufzuhängen und unter Umständen auch noch ein paar Heliumballons. Alle, die keine Kinder haben, werden jetzt durchdrehen, wenn sie das Video sehen. Aber ich muss die Deko heute meiner Schwiegermama bringen und kann sie euch sonst einfach nicht mehr zeigen. Also I'm sorry für die Hintergrundgeräusche. Heliumballons haben wir eben in Rosa und Silber. Ich wollte ja nur rosane, aber mein Schatz war da nicht so begeistert von dieser Idee. So viel mal zur Wand hinterm Brautpaar. Dann wollen wir unten am Steg auch noch Ballons haben. Das sind diese hier, die Ballons für die Trauung. Eben einfach diese rosa und silber Herzballons. Und da sind noch so tolle Bänder dabei, also so Satinbänder. Die Stühle des Brautpaars werden natürlich auch ein bisschen dekoriert. Das finde ich auch immer ganz nett, vor allem dann auch auf den Fotos. Und da wollte ich halt quasi den gleichen Stil beibehalten. Deshalb haben wir hier von Ginger Ray dieses Mr. and Mrs., also auch aus Holz. Und dann auch diese rosa Herzgirlanden, dass man die Herzgirlanden, also die Stühle sind weiß, ihr seht es jetzt eh, dass man die Herzgirlanden schön um die Stühle wickelt und dann nochmal dieses Mr. and Mrs., das finde ich auch super, super schön. Dann der größte Brocken an Deko. Ganz, ganz viele Wabenbälle in unterschiedlichen Größen, in weiß und in rosa. Schaut euch das an. Und ich habe schon einen Wabenball aufgebaut und die Kinder haben ihn aber leider auch schon zerstört. So sehen die Wabenbälle aus in rosa und weiß. Die Wabenbälle werden unter die Sonnenschirme gehängt, so der Plan, einfach, dass es noch ein bisschen festlicher aussieht. Und ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Und wir haben uns extra für Wabenbälle entschieden und nicht für diese Bonbons, weil die viel, viel schneller aufgebaut sind. Und bei uns muss es schnell gehen, weil wir können erst wenige Stunden vor der Trauung dekorieren. Ja, ein wenig chaotisch mit Kleinkind im Hintergrund, aber wie gesagt, sonst hätte ich es euch einfach nicht mehr zeigen können. Wollte ich euch ganz schnell nochmal die Party-Deko zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr schon mehr als ich, wie die Hochzeit denn war. Bleibt auf jeden Fall dabei oder schaut auf Instagram vorbei. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.